Hey Leute, ich habe gerade die Apple Vision Pro getragen und das war eine ziemlich verrückte Erfahrung. Ich will euch sagen, was mir sehr gut gefallen hat und was mir auch nicht so gut gefallen hat und euch möglichst genau erklären, wie es ist, die neue Brille von Apple zu tragen. Ich habe gestern schon ein ausführliches Video dazu gemacht, was diese Brille alles technisch und funktional so kann. Also schaut da gerne rein. Heute geht es weniger um die Technik und mehr um die Erfahrung. Aber die Technik ist nicht unwichtig bei so einem Produkt, denn sie muss so gut sein, dass sie in den Hintergrund treten kann. Und das ist sie an vielen Stellen, aber nicht an allen Stellen. Zunächst einmal möchte ich sagen, das war ein Prototyp. Die Brille kommt erst in 10 Monaten etwa raus. Das heißt, da wird sich noch einiges tun. So schlecht wie heute wird hoffentlich meine Erfahrung nie wieder sein. Und sie war nicht mal schlecht. Angefangen mit der Brille selbst. Die fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Wirklich sehr edel gefertigt aus Metall und aus Stoff. Das Metall ist unglaublich hart, der Stoff ist unglaublich weich, wirklich sehr, sehr weich, viel weicher als ich dachte, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Richtig, richtig schön kuschelig hier hinten und auch vorne, wo die Augen sind, fühlt er sich sehr, sehr weich an. Man setzt die Brille also auf und stellt fest, die ist gar nicht mal so leicht. Also die sitzt hier vorne ziemlich schwer und deswegen hatte Apple auch dieses optionale Band dran, mit dem man ein bisschen das Gewicht von der Brille wegnehmen kann und auf den Kopf verlagert. Das gab es nur auf einem einzigen Werbebild. Ich würde aber fast behaupten, ohne das macht es wirklich nicht so viel Spaß, sie zu tragen, weil sie doch immerhin etwas über 500 Gramm wiegt. Man stellt sie dann hier fest, man muss aber nicht übertreiben. Und ich habe direkt, nachdem ich die Brille getragen habe, auch ein Selfie gemacht und man sieht, ja, ich habe so einen ganz leichten Abdruck im Gesicht, aber super, super dezent und viel, viel dezenter als bei der MetaQuest Pro, was ja aktuell so die größte Konkurrenz ist. Aber Konkurrenz fühlt sich für mich so an, als wäre das das falsche Wort, denn ich hatte die MetaQuest ja extrem viel auf, aber das fühlt sich an, als wäre die 3-4 Jahre älter. Ich frage mich wirklich, was Meta in der Zwischenzeit gemacht hat, dass es sein kann, dass Apple aus dem Stegreif heraus, ohne Erfahrung eigentlich, ein besseres Produkt auf die Beine stellt. Na gut, halt auch ein sehr viel teureres Produkt. Ich plane noch weitere Videos zu Apple Vision Pro, also abonniert meinen Kanal unbedingt, um das nicht zu verpassen und schreibt mir unbedingt auch Kommentare in die Kommentare zu Fragen, die ihr zu Vision Pro habt, damit ich die beantworten kann. Heute hat Apple wirklich unglaublich viele Produkte gezeigt, doch das schickste Zubehör für eure Apple-Produkte, das hat Bandwerk und das hier ist mein Lieblingsarmband für die Apple Watch. Es besteht aus recyceltem Plastik aus den Weltmeeren und veganem Leder. Es gibt aber auch ganz normales Leder und ein Metallgliederarmband. Das habe ich neulich erst zum ersten Mal selbst gesehen und es ist so unfassbar hochwertig und schön. Zu wirklich jeder Variante der Apple Watch gibt es farblich perfekt abgestimmte Kontakte, sodass das Ganze schön nahtlos aussieht. Und mit dem Code INO23 bekommt ihr 29 ml Lederbalsam kostenlos mit dazu. Also schaut bei Bandwerk vorbei, denn sie geben euren Apple-Produkten dieses ganz bestimmte Etwas. Mein erster Eindruck, als ich die Brille dann auf hatte, ist, okay, dieses Display, das ist wirklich sehr, sehr scharf. Insgesamt sind es 23 Millionen Pixel. Das ist sehr, sehr viel. Das ist mehr als ein 4K-Display pro Auge und das merkt man positiv. Ich habe extrem gute Augen und ich sage euch, ich konnte fast keine Pixel sehen. Ich konnte Pixel sehen, ganz, ganz leicht, viel, viel, viel weniger als bei allen anderen Brillen. Und wenn ich das in einem Gleichnis verpacken müsste, würde ich sagen, die MetaQuest fühlt sich an wie HD, die MetaQuest Pro bzw. die PlayStation VR fühlen sich eher an wie Full HD und die Apple-Brille hat sich jetzt angefühlt wie 4K. Nicht wie 6K oder 8K, aber wie 4K. Und das ist schon eine deutliche Verbesserung zu diesen anderen Brillen. Außerdem ist es ein OLED-Display, das heißt, der Schwarzwert war wirklich perfekt. Die Linsen, durch die man da durchschaut, sind Pancake-Linsen und die sind extrem scharf. Man kann überall hinschauen und man hat nicht so einen komischen Halo-Effekt, wie das bei der MetaQuest oder der PlayStation VR passieren kann. Das hat mir sehr gut gefallen, aber perfekt waren die Linsen auch nicht. Am Anfang habe ich wie so einen grünen Schatten an den Seiten wahrgenommen. An den Seiten wird es auch etwas unschärfer und ich musste sagen, hinter mir war eine Lampe leider und die Brille hat nicht perfekt dicht abgeschlossen und man hat so eine leichte Reflexion von dieser Lampe gesehen, was auf jeden Fall ein bisschen genervt hat, dann habe ich die Brille einfach fester eingestellt und dann war auch das weg. Verrückt fand ich auch, dass es nirgendwo ein Drehrad gibt, um die Brille anzupassen. Die Linsen innen drin sind motorisiert, also das heißt, die erkennen, wo die Augen sind und passen sich dann an. Und es gibt ja auch Eye-Tracking. Und das Eye-Tracking, Leute, ich sage euch, das funktioniert unfassbar gut. Das hat die MetaQuest Pro zwar auch, aber sie nutzt es nicht. Und Apple nutzt es für alles. Man muss Elemente nur angucken und dann einmal so mit der Hand bestätigen. Und ich konnte die Hand wirklich überall liegen lassen. Und das hat so gut funktioniert, dass ich wirklich
aufgehört habe, mir darüber Gedanken zu machen, nach kürzester Zeit, schon nach einer Minute, war das für mich ganz normal. Ich habe einfach die Hände da so liegen gehabt, einfach so bestätigt und es schien egal zu sein, wo die Hand ist. Sie wurde immer irgendwie erkannt. Ich hatte nie Fehleingaben im Sinne von, dass etwas ausgewählt wurde, was ich nicht auswählen wollte. Was ich hatte, waren aber Fehleingaben im Sinne von, ich habe zweimal bestätigt und es ist nichts passiert. Aber das war wirklich okay. Dann habe ich auch so runtergeguckt und gemerkt, okay, ich habe die Hand wirklich einfach nur noch so im Schoß liegen. Es war, als hätte man hier eigentlich einen kleinen Druckknopf und die Brille würde den erkennen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Allgemein die ganze Bedienung unglaublich flüssig, unglaublich schnell. Das Scrollen sehr, sehr flüssig, so als würde ich wirklich auf einem Touchscreen mit dem Finger sein. Und ich würde sagen, das Display hat 120 Hertz, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber man hat auch gemerkt, es gab so eine kleine Szene mit einem Schmetterling. Hätte ich mir gewünscht, dass die Flügelschläge mit 240 Hertz laufen, damit sie noch flüssiger aussehen. Ja, ihr merkt, ich bin technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich mit den anderen Leuten geredet habe, die diese Brille aufhatten. Die waren so, wow, die aufzusetzen. Das war so scharf wie die Realität. Und für mich war es so, nee, ganz so scharf wie die Realität ist das nicht. Aber es ist sehr, sehr, sehr scharf und schärfer als alles, was ich bisher gesehen habe. Und dann ist ja der Transparenzmodus. Die Hoffnung war ja, man zieht die Brille auf und es ist, als hätte man sie nicht auf. Ich würde nicht sagen, dass das der Fall ist. Es ist so, als hättest du eine iPhone-Kamera, durch die du durchschaust. Und die iPhone-Kamera, wir wissen, es ist für den Videomodus so die beste auf dem Markt, aber sie ist nicht so gut wie mein Auge. Das heißt, man hat schon ein bisschen gemerkt, ein bisschen Bildrauschen hier, die Farben natürlich nicht 100%, aber die Räumlichkeit, die Dreidimensionalität, das hat alles perfekt funktioniert. Ich habe die Brille schnell bewegt, man hat ein bisschen Motion Blur gesehen, aber nicht wild. Ich glaube, wenn der Raum ein bisschen dunkler gewesen wäre, wäre da auf jeden Fall mehr Bildrauschen gewesen. Wäre der Raum aber auch heller gewesen, wäre da sicherlich ein bisschen weniger Bildrauschen gewesen. Es war nicht der hellste Raum auf der Welt. Aber wäre auch witzig gewesen, im hellsten Raum auf der Welt zu sein. Apple kocht hier auch nur mit Wasser, mit wirklich super gutem Wasser und sehr heißem Wasser, aber mit Wasser. Und das hat man so ein bisschen gemerkt. Das Sichtfeld ist nicht so weit, wie ich dachte. Ich weiß nicht, warum manche das sagen. Manche sagen, oh, das Sichtfeld ist unendlich. Auf gar keinen Fall. Das Sichtfeld ist relativ eng sogar, weil die Brille nicht direkt an den Augen sitzt, sondern ein bisschen weiter weg sitzt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Am Anfang fand ich das kurz störend, ein bisschen wie durch so ein Fernglas durchzuschauen, aber das vergisst man dann schnell, weil alles so flüssig und so gut funktioniert, dass man halt einfach dazu übergeht, den Kopf zu bewegen und nicht die Augen. Allgemein das Tracking von allem hat sehr gut funktioniert. Der Raum wurde perfekt erfasst. Die Fenster sind dort geblieben, wo ich sie hingeschoben habe. Die Inhalte, die irgendwo hingetrackt wurden, waren da auch sehr fest. Nicht 100%, aber wirklich 95%. Es gab eine Szene, wo ein Schmetterling auf mich zuflog und sich auf meinen Finger gesetzt hat und er war dann auf meinem Finger. Ich konnte den schon so ein bisschen hinterher schwimmen lassen, aber mehr auch nicht. Also der war wirklich auf dem Finger. Also die erkennt wirklich jeden einzelnen Finger. Das war sehr, sehr krass, das zu sehen. Das Raumtracking wird übrigens auch in kompletter Finsternis möglich sein, weil es unsichtbares Infrarotlicht gibt und die Brille soll immer noch, selbst in einem komplett dunklen Raum, alles perfekt erkennen. Das ist bei Konkurrenzprodukten tatsächlich nicht so. Vibrationsfeedback gibt es nicht. Die Brille selbst kann nicht vibrieren oder so. Aber Lautsprecher, die hat sie. Und die klangen auch erstaunlich gut, erstaunlich räumlich. Das war nicht so, als wären die Lautsprecher an der Brille, sondern als hätte der Raum Lautsprecher. Und es gab diesen FaceTime-Anruf. Und ich konnte die Person näher oder weiter weg bewegen. Und es war wirklich so, als wäre sie dort im Raum oder hier im Raum. Die Raumakustik wurde sehr, sehr gut erfasst. Außenstehende beschreiben den Klang so, als würde man sehr laut aufgedrehte Kopfhörer haben. Also die können leicht hören, was ihr hört. Ihr könnt aber auch AirPods Pro verwenden. AirPods Max, denke ich, gehen nicht. Dafür wirkte das alles ein bisschen zu dick. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Und dann würde es mir wahrscheinlich auch etwas warm werden. Denn etwas warm war die Brille. Das eine war das Gewicht, was auf dem Gesicht lag. Das war nicht unfassbar angenehm. Das andere war die Wärmeentwicklung. Die ging eigentlich wirklich klar. Denn nach ca. 15 Minuten fingen so leichte Lüfter an, mir ins Gesicht zu pusten und es war sehr angenehm. Jetzt muss ich mal meine Notizen schauen. Ich habe ungefähr 1000 Sachen notiert. Als Brillenträger braucht man spezielle Gläser. Die werden von Zeiss gefertigt. Die sind in etwa so dick wie eine Brille und die werden dann einfach da reingeklickt. Also das funktioniert auch, wenn man eine Brille trägt. An der Brille dran hängt ein Kabel und das muss da auch dran sein. Wenn man das wegmacht, geht sie sofort aus. Und mit dem Kabel verbunden ist ein Akku, der eine Akkulaufzeit von 2 Stunden bieten soll. Abmachen kann man diesen Akku auch nicht. Man muss immer den Akku einstecken und dann kann man zum Beispiel die Brille durchgängig am Strom benutzen und der Akku wird auch gleichzeitig geladen. Das heißt, wenn man den Akku aussteckt, hat man auch direkt wieder 2 Stunden Akkulaufzeit und kann dann frei rumlaufen. Das heißt, man kann die Brille theoretisch den ganzen Tag tragen. Viele Menschen sagen auch so, oh, kann man das den ganzen Tag tragen? Ich denke mir dann immer, fragst du dich dasselbe auch bei Over-Ear-Kopfhörern? Ich
glaube nein. Over-Ear-Kopfhörer kann man den ganzen Tag tragen, aber super angenehm ist es nicht. Ich denke, ähnlich ist es mit der Brille. Ich wünschte, die Akkulaufzeit wäre ein bisschen länger als 2 Stunden, denn ich denke, dass wenn man einen Film anschaut, der ja meist länger geht als 2 Stunden, bis man den ausgewählt und gestartet hat und so weiter, und man will ja nicht durchgängig eingesteckt sein. Andererseits sitzt man dann natürlich auch bequem auf dem Sofa und man kann Filme auf einer wirklich riesigen Leinwand in maximal 4K anschauen. Dieser externe Akku sieht extrem schwer aus, ist aber überhaupt nicht schwer. Der wiegt 170 Gramm, er ist größer als ein Smartphone, aber leichter als ein Smartphone. Apple sagt, hier drin steckt ein M2 und das glaube ich ihnen auch. Ich glaube allerdings auch, dass wenn die Brille nächstes Jahr rauskommt, dass sie wahrscheinlich einen M3 reinstecken werden, weil der ja nochmal deutlich effizienter sein soll und das würde ja auch der Akkulaufzeit helfen. Also klar, das ist jetzt ganz wildes in die Luft rein spekulieren von meiner Seite, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass bis dahin der M3 draußen ist und er dann auch in die Brille kommt und die Brille sogar noch besser läuft, als wir das jetzt denken. Ich konnte 3D-Fotos anschauen, das sah sehr krass aus. Man kann auch Porträtbilder vom iPhone anschauen und die sind ein bisschen dreidimensionaler als normale Bilder, aber nicht so ganz so dreidimensional wie Bilder, die man mit der Brille gemacht hat. Und man muss die Brille auch nicht tragen, um 3D-Bilder machen zu können. Also man kann die auch vor sich halten und 3D-Bilder oder Videos machen. Wenn ich was mit der Brille schreiben möchte, gibt es viele unterschiedliche Optionen. Entweder ich schaue ein Suchfeld an und spreche einfach, dann schreibt sie sofort. Oder ich öffne eine virtuelle Tastatur und kann so auf die zeigen. Oder ich kann die Buchstaben angucken und bestätigen. Oder ich verbinde ein Magic Keyboard und kann schreiben. Allgemein hat sich das alles wirklich angefühlt wie Gedankenkontrolle, weil diese Steuerung so intuitiv ins Blut überging. Und auch Meta hat eine Handsteuerung, aber die funktioniert bei weitem nicht so gut, wie das, was Apple jetzt gezeigt hat. Es gibt keine offiziellen Controller von Apple und keine Fernbedienung, aber man wird ein Gamepad anschließen können von PlayStation oder Xbox und dann kann man spielen mit der Brille. Allerdings nicht in der 360-Grad-Umgebung. Stand jetzt sind es iPad-Spiele und die schweben vor mir in einem 2D-Fenster und dann spiele ich die halt wie an einem Fernseher. Das fand ich ein bisschen schade, weil in VR will ich ja in der Welt drin sein und nicht nur auf die draufschauen. Und das ähnliche Problem hatte ich auch mit Safari. Klar, ich kann Safari vor mir öffnen, dann habe ich einen 16:9 Bildschirm vor mir. Aber inwiefern ist das anders, als wenn ich zu Hause einfach einen Bildschirm vor mir habe? Ich hätte mir gewünscht, dass die Webseiten irgendwie wirklich unter mir durchlaufen, dass ich auf Texten herumlaufen kann, dass ich wirklich im Internet drin bin und nicht nur auf was drauf schaue. Aber nochmal, das ist ein Prototyp und noch nicht draußen. Also ich hoffe sehr, dass Apple und die Entwickler dieses Ding noch richtig zum Leben erwecken, bis es rauskommt. Was mir richtig gut gefallen hat, war die Meditations-App. Da fliegen um einen herum Blätter und es sah so cool aus und ich hatte so ein richtig, Ekstase ist ein großes Wort, aber schon so ein Gefühl von so wow, weil es wirklich sehr beeindruckend war. Ich fand alles sehr beeindruckend, wenn ich den Transparenzmodus deaktiviert habe und tief in der Welt eingetaucht bin. Ich konnte in die Natur schauen, ich konnte Aufnahmen anschauen von Tieren, die direkt vor mir standen, wilden Tieren. Und das war schon ein Wow-Moment. Die Auflösung von den gezeigten Aufnahmen hätte jedoch höher sein können. Also die Brille hat selbst mehr Auflösung als das Videomaterial, was ich auf der Brille anschauen konnte. Auch wenn ich mit dem Mac arbeite, ich kann die Brille als externen Monitor für einen Mac nutzen. Aber maximal ist es dann ein 4K-Display und ich kann auch nur ein Display anzeigen lassen. Und eigentlich wäre das auch ein schöner Vorteil von der VR-Brille, dass ich ganz viele Monitore haben kann in allen Formen und Größen. Aber das geht leider noch nicht. Man kann einfach nur ein ganz normales 4K-Display anzeigen lassen. Auch cool fände ich, wenn Apple Farbschwächen ausgleichen kann mit dem Transparenzmodus, dann könnten zum Beispiel Menschen mit einer Farbschwäche wieder Farben sehen. Das wäre ja ziemlich cool. Was sind meine abschließenden Worte? Ich muss sagen, es ist definitiv ein Produkt der ersten Generation und das merkt man auch noch. Aber die Brille kommt erst noch raus und sie ist schon jetzt unglaublich beeindruckend. Und was wirklich beeindruckend daran ist, dass alle die Dinge, die extrem schwer sind, an denen die Konkurrenz scheitert, dass die Apple schon richtig gut gemacht hat. Vor allem die Bedienung und die Bildqualität und insgesamt das Ökosystem, das wirkt alles schon sehr, sehr vorangeschritten. Wenn wir uns anschauen, wie das iPad war, als es vorgestellt wurde, versus was es jetzt ist, dann ist da ein riesiger Unterschied und ich glaube, so wird es auch bei der Brille sein. Deswegen bin ich auch froh, dass die noch nicht nächste Woche rauskommt, sondern da noch ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Und ich glaube auch nicht, dass wenn sie rauskommt, dass jeder, der das Geld hat, sie sich kaufen sollte. Ich glaube, sie ist wirklich für Technik-Nerds und Entwickler interessant. Aber bis sie in der breiten Masse Erfolg hat, muss sie insgesamt noch etwas leichter werden und es müssen auf jeden Fall mehr Inhalte existieren. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten und falls noch welche übrig geblieben sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.